nicht allein, wenn du träumst heute Abend. Du bist nicht allein, wenn du träumst von der Liebe. Es finden tausend junge Herzen heute keine Ruhe. Es haben tausend Menschen Sehnsucht genau wie du. Zuckerschnauze oder Püppchen, da würde ich mich schon dagegen wehren. Es finden tausend junge Herzen heute keine Ruhe. Es haben tausend Menschen Sehnsucht genau wie du. Open up your eyes. Guten Abend, da ist der Haki aus Wien. Ich suche eine nette Lebensgefährtin. Ja, die neue Frau sollte sein, jetzt relativ groß. Die Vorstellung jetzt ab 1,80, da ich jetzt 1,92 bin, dass wir mal optisch gut dazu passen. Ja, Statur kann sein, von schlank bis mollig. Gefällt mir vor allem eine vollbusige Frau. Und ja, und dass halt nicht zu viel mit Denkern beschäftigt ist, dass genügend Freizeit auch für mich erübrigen kann. Muss auch kein Modepuppen sein, sondern nur durchschnittlich gekleidet. Möglichst wenig tätowiert und keine Eisen am Körper, wenn es geht. Ohrringeln geht, nicht? Aber jetzt da die Eisen da was rausstehen, kann man nicht vorstellen, dass das jetzt so angenehm ist zum Tragen und wenn man. Na. Piercings meinen Sie? Piercings. Ja, ich sage das als hergebrachte für die Hüttenleistung. Wieso haben Sie heute genau dieses Leiberl an? Ja, weil man denkt hab, zu der Jeans mit dem blauen Farbton passt es dazu. Und ja, bei dem Hemd, da war ich in einem Übergrößen-Shop am Gürtel beim Hauptbahnhof. Da war das und das gleiche mit roter Farbe in Angebot in meiner Größe. Jetzt haben wir ein blaues genommen und ein rotes genommen. Wie ist denn das so, in ein Übergrößengeschäft hineinzugehen? Ja, das ist kein Problem, weil da bin ich von dem, was dort einkaufen, von den Kunden, was dort sind, bin ich eher einer von den Schlankeren. Also das ist für mich überhaupt kein Problem. Sind Sie ein Schnäppchenjäger? Ja, also wenn ich die Prospekte kriege mit der Postwurfsendung, schaue mir die Prospekte an und da gehe ich dann in verschiedene Tage an verschiedenen Supermärkten und kaufe jetzt das, was ich brauche und was jetzt mir günstig erscheint, kaufe ich dann dort ein. Würden Sie gern noch mal heiraten? Nein. Hui. Ja, das ist. Ja, weil ich bin einmal geschieden und das Papier bringt eigentlich nichts, wenn man sich auseinandergelebt hat oder wenn irgendwas ist. Was ist, wenn die neue Frau sagt, Haki, ich möchte aber heiraten? Ja. Na, das wird dann kritisch, weil ich sage, ich möchte nicht heiraten. Oh mia bella mora, no non mi lasciare, non mi devi rovinare, oh no 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 no. Oh mia bella mora, no non mi lasciare, non mi devi rovinare, oh no 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 no.
Ja, da war ich zum Beispiel benannt mit einer Kindergärtnerin, die war auf Kur, dann Kurschattenkindergärtner, in den er sich natürlich leider verliebt hat. Und da habe ich dann den Kürzeren gezogen, da der jetzt ja besser zum Gesicht gestanden ist. Oh je. Ja, das war eine unangenehme Geschichte. Nicht? Da kommt sie heim und hat mir das gleich offenbart. Und sieht sie da aus und mit denen ist ganz glücklich, ne? Kann man nichts machen. Ich war mit einer Dame zusammen, eine Lebensgefährtin. Da war jetzt der Installateur, der was bei uns gearbeitet hat. Und sie hat sich verliebt in den Installateur und hat mich dann auch ausgetauscht. Das war auch sehr unangenehm. Sind Sie nach diesen Erlebnissen sehr eifersüchtig? Nein, normal. Können Sie Frauen wieder vertrauen, glauben Sie? Ja, glaube ich schon, ja. Marina, 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 ti voglio al più presto sposa. Marina, 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 ti voglio al più presto sposa. Oh mia bella mora, no, non mi lasciare, non mi devi rovinare. Oh no, 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 no. Oh mia bella mora, no, non mi lasciare, non mi devi rovinare. Oh no, 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 no. Oh no, 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 no. Jeder Mensch hat einen Vogel. Was ist Ihr Vogel? Ich würde sagen, ja, dass ich vielleicht der Spur zu wenig gesellig bin. Was mir so im Rausch, im Sitzgreif einfällt. Zu wenig gesellig. Ich bin mehr fürs Zweierharmonische. Ja, das ist jetzt mein kleines Vogel, würde ich sagen. Ich bin die Sabine aus Graz und ich suche einen lieben, netten, coolen Kerl. Der Mann meiner Träume. Ja, Träume, das wäre jetzt wieder ein bisschen kitschig, aber wie man sich ihn halt vorstellt. Er soll halt einmal nicht klein sein, so ab 1,80. Wichtig ist für mich das äußerliche Erscheinen, gepflegt, kultiviert, weil das biete ich den Mann auch. Kein Schnauzer, das geht gar nicht. Der muss meine Familie ein bisschen mögen. Kein Mama-Typ, der was noch daheim wohnt vielleicht. Das geht auch nicht, weil dann ist irgendwo schiefgelaufen, sage ich immer. Also der Mann soll sicher kein Charmiger sein oder Spießer sein, sage ich so mal auf Steirisch. Weil ich bin gerne am FKK-Platz oder ich bin auch nicht so, dass jetzt ein Mann nicht die öffentliche Busart geben kann. Das soll schon drinnen sein. Das hätte ich schon gern. Er soll das gewisse Sexappeal haben. Was ich nicht so bevorzuge, ist ein komplett rothaariger Typ, ein weißer rothaariger. Das ist immer so etwas, wo ich mich damit nicht klar finde. Also den Pumuckl finden Sie nicht erotisch? Nein, den finde ich nicht erotisch. Okay, dann ein anderes Thema. Erotik und Sex, das gehört zusammen für mich. Das ist einfach, Erotik ist gar nicht nur immer Sex, das kann auch was anderes erotisch sein. Vorm Fernseher sitzen, sich streicheln, Hände halten, genießen etwas gemeinsam. Ob das jetzt eine Musik ist oder im Fernsehen was ist, das ist für mich schon Erotik, das gehört schon dazu. Auch wie ein Mann mich anschaut oder wie er geht oder wie er sich bewegt, das ist Erotik für mich. Da ist noch lange nichts mit Sexuellen, wo man schon eine Erotik ausstrahlen kann, was den anderen anzieht. Und das ist auch wichtig. Das kann man auch spielerisch machen, wenn man eben unterwegs ist, einkaufen geht. Beim Einkaufen vom Paradies an zum Beispiel, meinen ja, Sie? Ja. Ich kann ja, wenn er das aussucht, ihm anschauen und zärtlich über die Hand streichen, wo er die Paradies in der Hand hat.
Wenn er mich kennt und liebt, dann weiß er, das ist jetzt Erotik oder okay. Sie schätzt mich, sie mag mich, sie liebt mich. Sabine, wieso baumelt ein Stöckelschuh an ihrem Hals? Weil ich Schuhe liebe. Es ist zwar eine andere Liebe als zum Mann, aber ich mag Schuhe in jeder Art und Weise, in jeder Form, in jeder Höhe. Ist einfach mein Hobby. Was ist das Tolle an Schuhen? Ich glaube, das ist einfach das Zusammenpassen von der Kleidung. Das gehört für mich zusammen. Es ist der Schmuck, es ist der Schuh. Es ist die Handtasche, aber ich habe das eh schon reduziert von 140 Paar auf 80 Paar, aber ich liebe sie noch immer. Wenn einer sagt, du hast einen Vogel, weil du viel Schuhe hast, dann lächle ich und sage, ja, stimmt, ich habe einen Vogel. Es taugt mir einfach und ich werde es weiterhin, ich weiß nicht, wie es ist in 20 Jahren, ob ich das dann noch alles da tragen kann, aber ich werde es mir in dem Moment, wo ich es tragen kann und wo ich es toll finde, einfach tun. Typische Frage immer von meinen Freunden, eigentlich gar nicht, die wissen es, aber die Oberflächenbekannten oder Außenstehenden, wieso hast du noch keinen Mann? Das geht mir schon weg, weil ich einfach sage, ich nehme nicht einen Mann nur, weil ich einen haben will, sondern das muss passen. Der muss zu mir passen und der muss in mein Herz passen. Und bevor ich den nicht habe, bin ich allein. Ich kann allein leben und die Frage geht mir schon so am Wecker, weil sinnlos die Frage ist. Dann sollen sie mir einen herstellen, an der, was zu mir passt. Die große Liebe hat es für mich nur einmal gegeben. Das war mein Ex-Mann. Er hat mir irrsinnig viel geboten in meinem Leben. Das hat es wirklich nicht finanziell gedacht, sondern einfach vom Erleben. Erleben tolle Dinge, Kleinigkeiten, romantische, auf dem Berg im Schnee irgendwo ein Picknick zu besorgen, auf Schnell, das hat er alles gekannt. In Graz auf einem Café gewesen, du hast heute noch was vor, ja. Na gut, dann fahren wir auf ein Cappuccino nach Graz hin, zum Beispiel. Solche Sachen, das hat er mir geboten. Das traue ich sehr noch. Das hätte ich auch gern wieder. Probleme lösen, das war nicht seine Stärke. Und dadurch ist er auch gescheitert. Aber trotzdem, die Zeit vergesse ich sicher nie. Umso weniger man sie erwartet, umso besser ist es vielleicht. Weil ich habe nach der Trennung das immer wieder erwartet und immer glaubt, es kommt wieder sowas, aber es war nicht so, aber ich hätte es halt gerne. Ich bin halt echt auf und zu eine Verrückte, spontane und ich hätte halt gern wieder, dass er so richtig knistert. Grüß euch, ich bin der Michael aus Salzburg und suche die Liebe des Lebens. Die neue Frau sollte so um die 45 Jahre alt sein, Nichtraucherin sein, sollte schöne weibliche Form haben, also Busen, Arsch, sollte nicht zu klein sein, aber auch nicht zu groß. Eine ganz normale Frau. Und was fällt Ihnen noch ein? Ja, das ist ja dann, also so einen richtigen Frauentyp, wo ich sage, das kann man nicht sagen, weil wenn man sich dann verliebt, dann schaut der Mensch ganz anders aus. Also durch die Liebe, dann wirkt der Mensch, wie wenn es ein anderer Mensch eigentlich war.
viel schöner wird er dann. Ja, der wird halt ganz anders, ja, also viel schöner, ja, für einen selber dann voll schön. Obwohl der eigentlich der gleiche Mensch nur ist, aber er schaut ganz anders aus. Haben Sie am ganzen Körper Tätowierungen? Ja, am ganzen Körper. Also außer da vorne nicht, aber sonst eigentlich überall. Also überall, bei den Füßen ein bisschen was und am Rücken und ja. Wieso nicht auf der Brust? Weiß ich nicht, das hat sich nicht ergeben. Nur da vorne, da habe ich das Mickey und Minnie Maus. Also das geht so. Darf ich sehen, die Mickey und Minnie? Warum lieben Sie die Mickey Maus und die Minnie Maus so? Das weiß ich ehrlich nicht. Weil es mir so gefallen. Aber warum? Ich finde es halt voll lieb irgendwie. Ich meine, ich mag überhaupt so gerne Zeichentrickfilme. Also viel lieber wie andere Filme. Wirklich? Ja, wirklich. Wie alt sind Sie? 51. Das ist eher ungewöhnlich, oder? Ja, eher schon. Ja, aber das ist so. Hat da schon mal eine Ex-Freundin gesagt, also Michael, bitte? Nein. Also meine letzten Freunde haben gleich auch gern mit mir Zeichentrickfilme angeschaut. Sind Sie ein kleiner Bub geblieben, ein bisschen? Ja, wahrscheinlich schon, ja. Wahrscheinlich, ja. Ist das Ex-Freundinnen vielleicht auch schon ein bisschen auf die Nerven gegangen? Was, das kleine Bub oder, ich weiß nicht, vielleicht. Oder vielleicht eher einfach, weil ich halt so egoistisch bin wie ein kleines Kind noch. Vielleicht bin ich einfach zu egoistisch, aber das kann man nichts dagegen machen, man ist halt einfach. Ich bin ja nicht absichtlich, aber wahrscheinlich ist das der Grund, warum dass ich heute jetzt dann da bin. Wie schaut ein perfekter Tag für Sie aus? Bald aufstehen, die Bergsachen anziehen und am Berg gehen. Wie viele Tage im Jahr gehen Sie am Berg? 200. Also ich liebe halt die Berge so wie andere vielleicht ein Auto lieben oder ein Haus, eine Wohnung. Also eine Frau, was nicht am Berg geht, wäre wahrscheinlich nicht möglich. Was ist so großartig am Bergsteigen? Ja, das Gefühl heute, halt, wie der Hubert von Gäusern schon gesagt hat, oben am Berg ist viel schöner wie drunten im Tal. Und das ist halt einfach so. Es ist halt einfach von oben viel schöner. Woran denken Sie so beim Bergsteigen? Ja, denkt man alles Mögliche. Es war schön, wenn man nicht mitgegangen hat. Sind Sie süchtig nach den Bergen? Ja, ich würde schon sagen, dass ich süchtig nach den Bergen bin. Ist sie zumindest. Aber es ist eine schöne Sucht. Ich meine, ich mache zwar einmal zwei Tage in der Woche Pause, aber dann denke ich mir schon, ich habe zwei lange Beziehungen hinter mir, beide haben Sandra geheißen. Und die eine war halt 14 Jahre und die andere 4 Jahre. Und jetzt bin ich seit zwei Jahren allein. Und so lange war ich noch nie allein. Mein ganzes Leben nicht, außer als Kind natürlich. Und wieso ist es jetzt so schwer? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Vielleicht wird man wählerischer, vielleicht denkt man sich nicht wieder das Ganze oder nicht nur mal. Darum prüfe, der sich ewig bindet, dass er auch die Ricke findet. Ich sehe hier Spielsachen. Haben Sie Kinder? Mein Sohn, der Quirin, ist 4 Jahre alt. Also mein Bruder ist einmal in der Woche bei mir am Wochenende
Und es wäre natürlich auch schön, wenn er mal über Nacht bleibt, aber das will er noch nicht, weil er noch das klein ist. Also sagt dabei, wenn ich mal größer bin, Papa. Es wäre halt gut, wenn sie die Neue mit dem Sohn gut verstehen würde und auch mit der Mutter vom Kind. Weil es ist ja schön, wenn sie alle gut verstehen. Wie war Ihre Kindheit? Ich bin bei meiner Oma aufgewachsen. Wieso haben Sie bei Ihrer Oma gewohnt? Ja, weil meine Mutter hat sie mir verlassen, wie ich glaube, 2 Jahre alt war so. Und dann hat mir meine Oma halt genommen. Und bei der bin ich dann bis 10 Jahre gewesen. Und dann bin ich zu meinem Papa. Warum, glauben Sie, hat sie ihre Mutter verlassen? Weil ich wahrscheinlich nur zu jung war. Sie war 16, bis wir bekommen haben. Haben Sie heute Kontakt zu ihr? Mehr oder weniger. Ich meine, sie bereut es natürlich voll. Und ja, aber man kann halt das nicht mehr rückgängig machen. Ich meine, für mich, ja, ist natürlich nicht meine Mutter, weil für mich ist halt die Helga. Wie sehr bleiben solche Wunden? Ich weiß nicht, vielleicht tief drinnen mehr, wenn man glaubt. Also selber denkt man es ja, merkt man es ja nicht, aber vielleicht wäre es sonst ganz anders. Verstehen kann man das Leben nur rückwärts und leben muss man es aber vorwärts. Das stimmt. Was finden Sie sexy an Ihrem Körper? Eine Wadel vielleicht. Bergsteigerwadel. Genau. Hallo, ich bin die Heidi aus Linz und ich suche einen verlässlichen Lebenspartner. Warum möchten Sie bei den Liebesgeschichten und Heiratssachen mitmachen, Heidi? Weil ich mir denke, dass ich vielleicht einmal meinen Lebensmenschen kennenlerne. Das ist mein Wunsch, weil das bis jetzt noch nicht so gewesen ist, wie ich mir das eigentlich bis jetzt vorgestellt habe. Und das noch nicht so gekriegt habe. Ich war verheiratet, aber mein Mann und der Vater von meiner Tochter hat für uns keine Zeit gehabt. Der war nie eigentlich vorhanden. Und weder für meine Tochter, weder für mich. Und das war einfach ein Hallodre, weil der war fort. Beruflich und auch, wenn er nicht beruflich fort war, war er auch nicht da. Da war halt alles andere wichtiger. Ja, zu dieser Zeit damals habe ich ja nicht gewusst, dass es was anderes gibt. Das war einfach so, das habe ich so angenommen, weil ich ja nichts anderes kannte. Aber das hat sich halt dann verändert und ich habe es sehr lange gebraucht, dass ich das verändere. Das ist als Erstes dann im Laufe der Jahre dann gekommen, dass ich mich dann irgendwo weiterentwickelt habe und natürlich schon langsam mit kleinen, kleinen Babyschritten. Und irgendwann war halt dann die Scheidung. Wie viele Jahre hat die Ehe gedauert? 18 Jahre. Haben Sie gearbeitet? Ja, ich war Verkäuferin und habe Teilzeit gearbeitet. Aber das hat nicht gereicht für die Selbstständigkeit? Nein, absolut überhaupt nicht. Zu wenig. Und ich habe nirgendwo die Unterstützung auch gehabt. They told me, be sensible with your new love. Don't be fooled, thinking this is the last you'll find. But they never stood in the dark with you. Ich bin auf Tour gefahren, habe dann meinen Mann kennengelernt und war dann verheiratet. Wie war diese zweite Ehe? Die zweite Ehe
eine hundertprozentige Verlässlichkeit. Es war eine schöne Ehe. Und mein Mann hat immer gesagt, Puppi, wachse. Und ich bin eigentlich gewachsen, aber er ist halt dann nicht mit mir so gewachsen. Oh je. Genau. Das ist blöd. Das ist blöd, aber es ist so. Kann man nicht ändern. Wenn Sie sich erinnern, wie war dieses Gefühl des Verliebtseins? Ja, das ist so ein Kribbeln im Bauch und man ist nervös und das Herz flattert und ja, man ist halt einfach auf einer anderen Welle, auf einer anderen Wolke. Der neue Mann sollte verlässlich sein, vertrauenswürdig, sportlich, schlank. Er darf natürlich schon ein kleines Bauchel haben, aber nicht dick und fett, das will ich nicht. Er sollte kinderliebend sein, dass er auch meine Enkelkinder akzeptiert, weil die liebe ich heiß. Vom Aussehen her fixiere ich mich eigentlich gar nicht. Hat entweder Glatze oder nur kein Vollbart, das will ich auch nicht. Die Erotik ist schon wichtig. Ich suche nicht einen Freund nur für platonisch, sondern ich suche einen Freund, wo das auch dazu passt. Dürfte es auch ein Latin-Lover sein? Ein fescher Latin-Lover. Das habe ich nicht gehört. Entschuldigung, das habe ich jetzt nicht. Darf es ein feuriger Südländer sein? Ja, wenn er, ja, keine Ahnung, wenn er mir gefällt und ich gefalle ihm, also keine Frage, keine, gar nichts. Ne? Jetzt lachen sie. Was ist, wenn der neue Mann 7543 Zinssoldaten sammelt und bemalt? Na, das kann ich mir, glaube ich, nicht vorstellen. Weil der tut ja mehr malen, als bis er sich mit mir beschäftigt. Changed at any time. It's not unusual to find that I'm in love with you. Oh, 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 oh. Hallo, ich bin der Helmut aus dem südlichen Niederösterreich und wünsche mir eine Frau, die zu mir hält. Wie soll Ihre Traumfrau sein? Meine Traumfrau sollte groß, schlank, vorzugsweise sehr lange Haare haben. Sie sollte halt noch eine Figur haben und nicht unförmig, also nicht zu stark übergewichtig werden, dass sie die Form verliert. Der Charakter von meiner Wunschpartnerin ist schwer zum Beschreiben. Das Aussehen zieht an und binden tut dann der Charakter. Und es dauert dann etliche Zeit oder einige Zeit, bis man den Charakter kennenlernt. Weil manche sagen nicht gleich beim ersten Date, was für Fehler das haben. Ich will mir ja auch von der Schokoladenseite sagen und nicht gleich mit den schlechten Sachen anfangen. Wie sind denn Sie charakterlich so? Ich bin ein bisschen gegen den Strich gebürstet. Wenn jeder ein schwarzes Auto will, dann will ich ein rotes oder ein grünes. Man muss nicht immer dem Trend folgen und wie Schafe in eine Richtung laufen. Was sagt Ihre Lederjacke über Sie aus, Helmut? Dass ich gut geschützt bin gegen Wind und Wetter und
durchaus den Widrigkeiten des Lebens wie ein Fels in der Brandung entgegenstehen kann. Lieben Sie Ihre Lederjacke? Meine Lederjacken ist das wichtigste Kleidungsstück. Das trage ich Winter und Sommer und zu allen Anlässen. Im Kopf habe ich mir den Plan gehabt, mit 50 lege ich den Berufsjugendlichen ab. Aber es ist noch nicht gelungen. Es fehlt noch die richtige Frau. Wie alt sind Sie? Etwas über 51. Not unusual, it happens every day. No matter what you say, you'll find it happens all the time. Love will never do what you want to do. Why can't this crazy love be mine? Mein größtes Hobby ist mein Auto. Das ist ein Pontiac Firebird Cabrio. In meiner Jugend gab es die Fernsehserie Knight Rider mit dem David Hasselhoff als Hauptdarsteller. Der hat mir sehr imponiert damals. Schwarze Lederjacken und die langen Dauerwellen. Und habe mir schon als Teenager habe ich mir schon gesagt, wenn ich einmal groß bin, kaufe ich mir so ein Auto. Die Kinder auf der Straße drehen sich auch um und schreien, der Knight Rider, der Knight Rider. Aber Gott sei Dank ist mein Auto grün und ich habe keine Dauerwellen mehr. Ich habe einige schöne Beziehungen hinter mir und auch eine schreckliche. Die schönen Beziehungen sind leider im Zuge der Zeit, haben sie sich ein bisschen verloren und sind dann in den Sand verlaufen. Und die schreckliche war so, dass ich meinem Widersacher begegnet bin. In Ihrer Wohnung? In der Wohnung, ja. Also ich bin in die Wohnung rein und denk mir so irgendwie so, da ist irgendwas anders und was ist denn da? Auf einmal war mein Bett besetzt. Hat Ihre Ex-Freundin nicht gewusst, dass Sie nach Hause kommen? Ich geplant war, dass ich um 8 Uhr heimkomme. Da war sie schon arbeiten gewesen. Ich bin aber um 4 Uhr von der Arbeit gekommen, weil sie sich so ergeben hat. Ui. Ui, ja, ganz schier. Das war schrecklich. Das möchte ich nicht noch mit erleben. Wie haben Sie denn reagiert? Und da habe ich gesagt, ich gehe in die Küche, mache mir einen Kaffee und dann ist es fort. Wie sehr hat Ihnen das wehgetan? Sehr. Das war sehr schmerzvoll. Wie lange ist das her? Das ist jetzt schon 10 Jahre her. Und habe mich dann nach einer kurzen Phase wieder geöffnet und den Menschen zugewandt und bin wieder fortgegangen und habe dann wieder andere Frauen kennengelernt und habe wieder viel Freude gehabt. Einsam? In manchen Momenten. Ich hätte gern jemanden an meiner Seite, eine Frau, die auch mich gern an ihrer Seite hat. Fällt es Ihnen leicht, ich liebe dich zu sagen? Ich liebe dich zu sagen ist eine schwierige Sache. Es wird ein bisschen zu schnell ausgesprochen von dem her. Aber Sie haben schon zu Frauen gesagt. Ja, es muss die Situation stimmen. Und das Gefühl stimmen, dann sage ich das zur Frau noch. It's not unusual to find that I'm in love with you. Oh, 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 oh. We might have been in for each other. To be or not to be, let our hearts discover. Let's fall in love. Why shouldn't we fall in love? Now is the time for it while we are young. Let's fall in love. Hallo, mein Name ist Claudia.
Ich wohne im Bezirk Innsbruck-Land und ich suche einen Partner. Die 5 Geheimnisse einer funktionierenden Beziehung sind: erstens, er muss im Haushalt mithelfen. Zweitens, er sollte mich zum Lachen bringen. Drittens, ich sollte mich auf ihn verlassen können. Viertens, er sollte gut im Bett sein. Und fünftens, es ist ganz wichtig, dass sich diese 4 Männer nie treffen. Was ist, wenn der neue Mann sagt, du, Claudia, sei mir nicht böse, diese Witze, das geht überhaupt nicht. Dann kann es nicht mein neuer Mann werden, dann passt er nicht zu mir. We might have been made for each other. To be or not to be, let our hearts discover. Let's fall in love, why shouldn't we fall in love? Now is the time for it while we are young. Let's fall in love. Let's fall in love. Let's fall in love. Ich hatte als Kind Gehirnhautentzündung und aus dem Grund ist die linke Gesichtshälfte ein bisschen eingeschränkt und beim Lachen merkt man das ab und zu. Aber Sie sind bumperl gesund. Ich bin bumperl gesund. Welche Beziehungen haben Sie schon hinter sich? Ich war 20 Jahre verheiratet und aus dieser Ehe habe ich 2 Kinder. Wir haben eine sehr glückliche und harmonische Ehe geführt. Mein Mann hat leider der Versuchung nicht widerstehen können und wir haben uns dann auf eine Scheidung geeinigt. Eine andere Frau kam des Weges? Eine andere Frau kam des Weges. Das war sicher sehr schmerzhaft für Sie. Ja, das war schmerzhaft und ich muss noch einmal sagen, wir haben sehr eine harmonische Ehe geführt, aber es hat offensichtlich meinem Partner damals irgendwas gefehlt oder er wollte sich verändern. Also nach der Ehe habe ich dann wieder einen Mann kennengelernt und diese Beziehung hat 11 Jahre gehalten, aber ist dann letztendlich doch in die Brüche gegangen. Es war dann nicht mehr das Gelbe vom Ei. Irgendjemand liebt auch dich, wer, du weißt es nicht. Er sieht kein anderes Mädchen an und sucht nur dein Gesicht. Irgendjemand liebt auch dich, liebt dich, wie du bist. Und was auch mit dir geschieht, du weißt, dass er dich nie vergisst. Also er sollte, ich habe mir da schon was überlegt, mutig sein wie ein Krieger, weise wie ein Priester. Er sollte großzügig sein, er sollte solidarisch mit den Schwächeren sein. Er sollte humorvoll sein und auf jeden Fall über sich selber lachen können und sollte mit beiden Beinen im Leben stehen. Na, bumm, mutig wie ein Krieger soll er sein. Ja, ich denke, das mutig beinhaltet sehr viele Eigenschaften eines Mannes. Also ich denke, wenn ein Mann mutig ist, dann ist er schon was. Dann traut er sich was, dann kann man auch auf ihn zählen, man kann sich auf ihn verlassen und er kann auch Entscheidungen treffen. Er sollte unternehmungslustig sein. Der Mann soll nicht ständig da hinten auf der Couch herumhängen? Also ständig auf gar keinen Fall. Er darf schon ab und zu auf der Couch herumhängen, aber nicht ständig. Ob der jetzt Haare hat oder Glatzen, ist mir völlig wurscht. So Kleinigkeiten sind bei mir eigentlich nicht wichtig. Irgendjemand liebt auf dich, morgen kann schon sein, dass er plötzlich zu dir kommt und dann bist du nie mehr allein. Wie steht's denn mit Ihnen und Kosenamen? Darf der neue Mann Katzel zu Ihnen sagen? Ja, das dürfte er schon zu mir sagen. Oder Mausi, oder Hasi, oder Rehlein. Nur Tiernamen? Spatzi ist auch ein Tiername. Ja. Das würde ich dann ihm überlassen.
Was sind Kosenamen, wo sie sich denken, puh, das ist aber nichts für mich? Zuckerschnauzi oder Püppchen, da würde ich mich schon dagegen wehren. Wie werden Sie den neuen Mann nennen? Sahneschnittchen? Nein, zum Beispiel nicht. Vielleicht ist er so süß wie ein Sahneschnittchen, oder Claudia? Ja, schauen wir mal. Wie ist es so, verliebt zu sein? Also wenn man verliebt ist, dann wartet man immer drauf, dass sich der Partner meldet. Man sitzt zum Beispiel vor seinem Handy und starrt es an und denkt sich, hoffentlich läutet es jetzt bald, hoffentlich ruft er jetzt an. Ach, Gott sei Dank, jetzt ruft er an. Und dann macht man was aus und trifft sich am Abend und er läutet dann an der Tür und man steht dann ganz nervös vor der Tür und erwartet gar nicht mehr, dass man die Tür aufmachen kann und dann ist er endlich da und dann fällt man sich um den Hals. Das ist Verliebtsein. Hören Sie einen Mann kommen, Claudia? Ich höre ihn. Ich höre ihn definitiv. Und ich freue mich sehr darauf, wenn er vor der Tür steht. Liebesgeschichten sind meistens nicht wahr. Doch wenn sie wahr sind, sind sie wunderbar. Dann mischt das Schicksal selber die Karten und fiebernd muss man auf die Fortsetzung warten. Kriegt er sie oder kriegt er sie nicht? Geht es gut aus oder müssen die zwei verzichten? Liebesgeschichten berauschen wie Wein, die schreibt das Leben allein.